Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So. Lass das mal. Geh du mal hier draußen spielen. So, du schläfst. Du spielst. Das ist gut. Dann kannst du gleich vielleicht mit ihr noch baden. Aufmerksamkeit brauchst du noch. Baden, das wäre natürlich noch gut. Dann können wir noch ein Lied singen. Du bist aufgewacht. Okay, du bist ausgeschlafen. Aufräumen. Post wurde zugestellt. Was ist denn? Ist krank. Ja, muss sorgfältig untersucht werden. Steuern. Dann können wir uns gerade mal Rechnungen bezahlen. Post holen. So. Die können wir mal noch säubern. Den kann ich vielleicht noch verbessern. Bündel brauche ich Level 6. Ach so. Okay, warum trägst du denn schon wieder dein Leibchen? Was soll denn das? Wir haben kalt. Frag mal lieber. Hat alles aus dem Briefkasten geholt. So. Mehrfachauswahl. Die ganzen Spielfiguren brauchen wir nicht. Wir haben Spielzeug für die Kinder. So, sie macht sauber im Leibchen, Hand nach etwas Ausstrecken freigeschaltet. Du kriegst langsam wieder Hunger. Stillen. Hab ich bei dir auch schon an? Fleißig lernen, habe ich noch gar nicht angehakt, ne? Mal gucken, wie machen sich die Mädels denn? Doch, könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Dass sie Zweierschüler sind. Und morgen dann Einser. Was machst du? Bist du jetzt gebadet worden? Ja, gebadet bist du. Warum hast du Dana gehen lassen? Wo ist denn dein Geschwisterchen? Da. Liebevoll umarmen, Lied singen, Kuss hauchen, brabbeln. So, dann bist du erstmal versorgt. So, du kannst dir mal hier drin die normalen Sachen bitte anziehen. So, den müssen wir mal baden. Der stinkt nämlich und Hunger hat er auch. Das heißt, das können wir danach dann auch noch gleich machen. Einmal füttern. So. Mehr Auswahl. Füttern, stillen. Oh, du machst sauber, das ist aber nett. Erster Windelplatzer freigeschaltet. Na, Halleluja. Dann müssen wir dich anschließend auch noch baden. Gefüttert bist du, ja, aber baden müssen wir. Herzlichen Glühwurm. Traurig. Weil nass. Ach, mein Gott. Dann geht du von mir aus hier drinnen spielen. Hast du Spielzeug dabei? Du hast sogar zwei Spielzeuge. Zwei ist eines zu viel. Wo sind denn unsere Bauklötze? Wer hat denn die eingesteckt? Wir hatten doch immer Bauklötze. Hier hingehen und dann kannst du spielen.
Und du. Achso, muss einer von euch dann gehen aufs Klo? Geh du mal aufs Töpfchen. So, und du kannst anschließend den hier absetzen. Erstes Bad freigeschaltet. So, und dann können wir sie hier baden. So. Du könntest mal reingehen. Hier hingehen. Dann kannst du noch was spielen. So. Sehr schön. Die auch baden. Und dann können wir die anschließend wieder hier absetzen. So, du gehst aufs Töpfchen. Du kannst alles Mögliche machen. Ist eigentlich alles grün. Das ist gut. Traurig, ja, weil nass geworden, meine Güte. Du brauchst immer noch Aufmerksamkeit. Spiel mal mit dem, das ist doch gut. Dann kriegst du doch Aufmerksamkeit, oder? So. Absetzen, Vera. Das ist nämlich schon wieder weg. Das ist einfach mal schon wieder weg. So, wie sieht es denn bei den zwei Damen hier aus? Das sieht gut aus. Ah, und die könnte es auch schaffen. Könnten beides Zweierschüler werden. Bei dir ist auch alles grün. So, Meilenstein, erstes Bad freigeschaltet. So, du bist müde, ne? Ja, in die Haie gehen, das ist gut. Das ist sehr gut. Du kannst mit deinem Brüderchen spielen. Ah ja, macht ihr, sehr gut. Was machst du? Ich bitte dich erneut, den nachbarschaftlichen Aktionsplan Autarkie zu unterstützen. Es geht, geht bald in die Abstimmung, aber momentan sieht es so aus, als ob Rauferei. Ich bin auf deiner Seite, es muss sich was ändern. Rauferei unterstützen wir ja nicht. Sowas von nicht. Aber die Aktionspläne sind eigentlich durch. Soweit ich das weiß. Wir gucken gerade mal. Nö, wir haben 4. Passt. Kreative Gärtner, grüne Gärtner, kreative Künste, grüne Gärtner, körperliche, geistige Bewegung und saubere Energie. Das ist okay. Die gefallen mir. So, Levelaufstieg. Sehr gut. Vorsatz umgesetzt. Stimmt, da hatten wir ja einen Vorsatz. Da war ja was. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Hat sie das auch erledigt? Sehr schön. So, du kannst doch bestimmt langsam, ja, mal ins... Ach, machst du schon alleine. Sehr gut. Du kriegst Hunger. Dann würde ich sagen, organisieren wir dir mal was zu essen. Ein Gericht nehmen. Wie sieht das bei dir aus? Ebenfalls. Sind auch noch genug Gerichte da. So, gute Noten. Sehr gut. Zweier Grundschülerin. Sehr schön. So muss das sein. Das Schulprojekt können wir uns sparen, denke ich. Hausaufgaben machen. Sehr gut. Was hast du vor?
nach Kleinkind sehen. Lass das. Du könntest eher mal noch ein Gourmet-Menü zubereiten. Butternut-Gnocchis. Das klingt lecker. Dass wir hier bald wieder genug zu essen für die ganze Familie haben, ne? So. Ja, wenn sie jetzt ein bisschen Zeit hat, Training zu machen, dann kann sie auch immer mal, dann brauchst du auch kein Eis essen. Weil das dann ja auch mit dem Training ganz gut funktioniert. Du bist doch ein blödes Kind. Iss deine Pizza. Mag ich nicht. Bäh. Von wegen. Selber bäh. Sehr wählerisches Kind. Jetzt hat er wenigstens aufgegessen. Nee, 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 wir gehen hier nicht im Klo spielen. Du musst selber aufs Klo. Du könntest aufs Klo gehen. So, du brauchst Aufmerksamkeit. Dann könntest du ja... Wer war das mit der Aufmerksamkeit? Der hier. Dann könntest du ihn ja... Wo ist er denn? Da bist du. So. Über Tag reden. Tag für lustige Geschichte erzählen. Kriegt er damit dann Aufmerksamkeit? Hast du deine Hausaufgaben fertig? Du musst aufs Klo, ne? Hausaufgaben abgeschlossen, sehr gut. Du bist noch dran, du müsstest aber auch aufs Klo verwenden. Oh, das hättest du aber schon noch fertig essen können, meine Liebe. Das hättest du ruhig fertig essen können. So, kriegst du Aufmerksamkeit? Kuss hauchen. Liebevoll umarmen. Lied singen. Ist das dann Aufmerksamkeit? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. So. Du könntest eigentlich noch Zusatzaufgaben machen. In der Hoffnung, dass wir dann die 1 kriegen. Und dann kannst du dir mal was zu essen holen. Zocken ist magisch, ja. Öffnen. Nimm dir nochmal eine Pizza. Achso, wir brauchen ja Level 4. Hat sie. Sehr gut. Sie auch. Sehr gut. Nein, ich will nicht zu ihm rüberkommen. Sehr schön. Du bist am Spielen, okay. Du hör auf, hier im Müll zu wühlen. Was bist du für ein... Du brauchst schon wieder Aufmerksamkeit. Du bist ein sehr aufmerksamkeitsheischendes Kind, weißt du das? Lied singen. Brabbeln. Lustige Gesichter schneiden. So, du bist müde. Geh du mal schlafen. Du kannst danach auch mal schlafen. Geh du erstmal noch aufs Klo. Du machst nämlich immer in die Windel. Was hast du schon wieder vor? Die hat Hunger. Fütter sie bitte. Fütter sie bitte. Und dann darfst du sie da wieder hinlegen. Wie ist das bei dem? Der nutzt die Windel. Hunger, ja. Geht so. Dann können wir dann aber auch stillen. Babypflege, füttern, stillen. So. Du räumst auf, das ist gut.
wirst aber auch langsam müde und bräuchtest noch Spaß. Spaß kriegen wir hier. Ach so, jetzt hat es aufräumen gelassen. So. So, einmal das Kind stillen, dann hier absetzen. Und dann müsstest du auch schon aufs Klo. Ayoba. So, einmal aufs Klo. Du machst in die Windel, dafür ist er da. Du kriegst Spaß. Anschließend darfst du auch, ups, du die Zusatzaufgaben noch machen. Dass wir möglichst einen Einserschnitt kriegen. Zusatzaufgaben abgeschlossen, sehr gut. Ja, isst du noch was? Du hast Hunger, auch du bräuchtest noch Spaß. Du fandest Zocken magisch, ne? Spiel spielen. So. So, Spaß ist voll. Ist auch gleich fertig. Sehr schön. Du könntest eigentlich mal in die Haia gehen, sonst fängst du bald an zu plärren. Du könntest auch in die Haia gehen. Du redest schon wieder mit dem da. Geh du mal schlafen und du gehst auch bitte schlafen. So, der braucht nämlich dringend Energie. So. Dringend braucht er Energie. So, du zockst noch ein bisschen. Sehr schön. Dann hast auch du gleich deinen Spaß voll. Dann könntest du eigentlich schlafen gehen. So. Du machst noch Hausaufgaben. Kannst du hier das kurz noch säubern? Du blödes Kind, sollst doch schlafen gehen. Warum bist denn du schon wieder wach? Hat zu viel Angst. Mein, dann mach ein Nickerchen von mir aus. Hauptsache du pennst. Und lass deine Schwester in Ruhe. So. Sie macht noch die Hausaufgaben, die Zusatzaufgaben fertig und dann war es das auch. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.